Wir sind immer noch im Südtirol hier unterwegs, und zwar in der Nähe von Meran. Wir sind gerade nach St. Leonhard gefahren. Hier fließt die Passa lang, also der Fluss, der auch nachher durch Meran fließt. Hier kann man an dem Fluss oder an dieser Schlucht entlang wandern, soll sehr schön sein. Hin und zurück sind es 15 Kilometer bis zum Ort Moos. Und die Wanderung soll so 4 Stunden gehen. Also wir wollen mal schauen, ob wir das schaffen. Es ist schon relativ spät. Meine Schuld, wie immer. Von daher werden wir jetzt mal uns ganz schnell auf den Weg machen. Bei der Pizzeria wollen wir nachher übrigens was essen gehen. Guck mal, hier gibt es sogar Bier. Bier, ja, so ein Snackautomaten mit Getränken und sogar Tiroler Schinken und Speck ist da drin und Bier und Wasser. Aber auch ein Apfel, ne? Und auch ein Apfel, sehr gesund. Und was Süßes? Also nicht nur Süßkram wie bei uns. Hier kann man dann auch wahlweise noch so ein Picknickhäuschen machen. Das finde ich auf jeden Fall nett gemacht, ne? Und das kostet? Bier 3 Euro, Apfel 1,50. Ist schön. Also ein WC findet ihr zur Not hier auch auf dem Weg. So cool. Wer ist fast draufgetreten auf den Salamander, ne? Ja. Auf jeden Fall echt ein bisschen fair. Das hätten wir ja das Herz gebrochen. Hi. Hey, wir sind jetzt angekommen, das Highlight, glaube ich, hier auf jeden Fall auf der Wanderung, wo die Brücke einmal den Passer Fluss oder diese Schlucht einmal kreuzt. Richtig cool, total schön. Es ist jetzt auch nicht mehr weit bis zu dem Ort Moos, aber wir haben beschlossen, wir gehen jetzt schon mal zurück, weil in 40 Minuten ist Sonnenuntergang und wir haben noch ein bisschen zurück. Ja, wir haben schon anderthalb oder so jetzt gebraucht. Ja, wir haben über 2 gebraucht, aber wir haben halt auch einen Haufen fotografiert und gefilmt. Zurück sind wir definitiv schneller. Jetzt wird nämlich alles weggeräumt und strammen Fußes der Rückweg angetreten. Genau. Und ja. Jetzt fängt sie wieder an. Können wir aber super empfehlen, super ja, schön, sehr geil, auch sehr. Willkommen zurück. Ja, wir sind wieder im Hotelzimmer. Ein bisschen geschafft. Ja, das stimmt. War wirklich richtig toller Tag, war eine tolle Wanderung und auch unsere Pizza jetzt im Restaurant Brückenwirt hieß das, ne? Brückenwirt, ja. Brückenwirt, genau. Was da direkt war, war super lecker. War cool, ja. Auch tolles Preis-Leistungs-Verhältnis können wir empfehlen. Und ja, wir werden jetzt nur noch ein Glas Wein auf unseren Hochzeitstag trinken. Und dann werden wir genau, auf ins Bett fallen. So, während Marco hier nochmal eine Runde die Sonne genießt, dachte ich, zeige ich euch nochmal schnell das Hotelzimmer, weil das ist wirklich schön. Wir haben hier ein Studio genommen, haben aber sonst alle Annehmlichkeiten vom Hotel, also können den Pool mit benutzen und den Fitnessraum und auch die ganzen Saunalandschaften gibt es hier ganz viel, haben halt aber trotzdem Küche drin und Ofen und sogar Geschirrspüler und das ist wirklich klasse. Und auch das Bad ist wirklich riesengroß. Wir haben uns natürlich schon ausgebreitet, aber ja, richtig schönes Hotel. Also und Terrasse finden wir auch immer richtig klasse, wenn man sowas hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind jetzt heute ein bisschen beschaulicher gestartet und sind jetzt hier zu Kaltern am See gefahren. Das ist eine ganz bekannte Weinregion. Also ihr könnt hier auch auf zig Weingütern verkosten und übernachten und alles. Also sah richtig schön aus. Und jetzt wollen wir hier eine Runde durch die Rastenbachklamm machen. Und es soll auch eine sehr schöne Aussicht auf den See bieten. Von daher sind wir mal gespannt. Ist auch nicht so weit. Sind, glaube ich, 5 Kilometer. Irgendwie so 1,5 Stunden sind veranschlagt. Von daher freuen wir uns und werden jetzt mal losziehen.
erlaubt ist, ne? Hi. Das ist immer eine mega Aussicht, oder? Richtig cool. Ja, kalterer See. Märchenwaldmäßig hier mit einem Haufen Wasserfällen und ganz viel Grün und Moos. Das ist schon richtig cool hier, die Strecke, muss man sagen. Ist auf jeden Fall ein bisschen warm. Es hat keiner gesagt, dass das so warm und so sonnig heute ist. Also bei uns haben sie maximal 14 Grad angesagt und jetzt haben wir 17 und es wären 19 hier. Und es ist Sonne, also es ist echt warm. Und wir haben nur lange Sachen mit, aber egal. Aber ein, zwei habe ich tatsächlich gesehen, die haben kurze Hose angehabt. Ja, manche wissen es besser. Ja, die haben den Wetterbericht richtig gut gelesen. Ja. Wir genießen gerade nochmal den Weg hier über den Friedenswanderweg. Und, hört ihr das? Und gleich geht es nochmal zum Panoramablick. Da gucken wir nochmal kurz nach und dann geht es gleich weiter. Wieder im Hotel gut angekommen, haben den Nachmittag hier ganz entspannt verbracht und sind noch mal kurz gerade haben den Fitnessraum hier mal im Hotel ausgetestet und werden jetzt gleich eine große Portion Pasta essen gehen, genau. Und ja, wir freuen uns. Morgen haben wir nämlich was ganz Besonderes vor. Wir werden vielleicht den schönsten Ort hier in den Dolomiten besuchen. Wow. Wenn ihr da wieder mitkommen wollt, dann müsst ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschalten. Wir sagen guten Abend. Genau, und falls ihr es noch nicht getan habt, hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Genau, und dann verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Von daher, bis denn!